Das gibt's doch gar nicht. Wir haben für dieselbe Situation zwei ganz verschiedene Psalmen. An zwei Stellen steht im Psalter, dass der David diesen Psalm gedichtet hat, als er in der Höhle war. Einmal hier am Psalm 57 und interessanterweise auch noch am Psalm 142. Zweimal haben wir also dieselbe äußere Situation und zweimal einen Psalm. Und welch große Überraschung, im Inhalt, im Tenor, total verschieden. Das heißt, es war dieselbe Lage. Das heißt, es war derselbe Mann. Und es kamen zwei ganz verschiedene Psalmen raus. Nun können Sie es einfach machen und sagen, ja, das ist ja gerade das, warum wir sagen, wisch das weg da mit dieser Davids-Angabe, das haben die eben später reingeschrieben. Nein, 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 nicht so schnell. Gehen wir genau davon aus, was da steht. Dass da David über dieselbe Situation zwei verschiedene Psalmen geschrieben hat. Und dass der Heilige Geist, der große, unschlagbare Autor der gesamten Heiligen Schrift, das sehr wohl gewusst hat, was da passiert. Und dass da für dieselbe Situation von demselben Mann zwei verschiedene Psalmen in der Bibel stehen. Psalm 57 und Psalm 142. Die Höhlenerfahrung des David, die sind ihm ja so halbwegs geläufig. Wir wissen zumindest aus dem 1. Samuelbuch von zwei Höhlenbeschreibungen. Da ist einmal in 1. Samuel 22 die Rede von dieser Höhle Adullam. Wie lange er dort gewesen sein mag, kann man aus dem Text nicht genau erkennen. Aber das eine, wo er auf der Flucht vor Saul mit einer großen Anzahl von Männern, die sich da um ihn gesammelt haben, eben da in diesem Gebiet Zuflucht gesucht hat, bevor er dann weiter musste und seine Eltern bei den Philistern zwischengelagert hatten, dann das andere noch gemacht hat und gesucht hat, wie es weitergeht. Und da kamen die Priester zu Nof. Eine Tragödie nach der anderen. 1. Samuel 22. Und dann haben wir die zweite Höhlenerfahrung, fast noch bekannter. Das ist die in 1. Samuel 24, diese Höhle oberhalb von Engedi. Da, wo eben dann diese ganz wichtige Szene stattfand, wo Saul vorne sich lagert und gar nicht mitbekommt, dass im hinteren Teil der Höhle David sich mit seinen Männern gelagert hat und es diese einmalige, wirklich einzigartige Chance des David gegeben hat, mal richtig aufzuräumen und er das eben nicht getan hat. Das ist auch so eine dieser Höhlenerfahrungen. Aber wie gesagt, das Überraschende ist nun, über dieselbe, sei es nun 1. Samuel 22, sei es 1. Samuel 24, als er in der Höhle war, haben wir tatsächlich zwei Psalmen. Ja, manche versuchen das auch manche Bibeln versuchen das in anderer Weise, dadurch aus der Spannung rauszukommen, indem sie der einen Höhlenerfahrung dem Psalm 57 geben und der anderen Höhlenerfahrung dem Psalm 142. Kleiner Trick, gelingt nicht ganz. Also wir bleiben dabei, zwei Psalmen für eine Erfahrung. Sie sagen, das geht nicht? Kennen Sie sich noch nicht? Dass auf der einen Seite der 142. Psalm so unglaublich voll von Not ist, so unglaublich voll von Not. Freundlicherweise hat ja die Losung gestern, sind Sie noch auf Sendung, den einzig positiven Vers aus dem 142. Psalm gehabt. Der einzig positive Vers war gestern Losung. Das war der Satz, wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst dich meiner an. Ansonsten ist im Psalm 142 nur Not, nur Schreien, nur Dunkel. Reiße mich aus dem Kerker. Das ist Psalm 142. Und auf der anderen Seite eben dieser Psalm 57, klar, da ist ja auch von der Not die Rede. Aber da kommt ja was ganz anderes durch, da kommt ein ganz anderer Duktus durch. Da heißt es eben am Ende, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich Gott über den Himmeln und deine Herrlichkeit über alle Welt. Geht das nicht? Kennen Sie das nicht? Gehen Sie mit mir ins Neue Testament, dann haben Sie eine ganz eindrucksvolle Berichterstattung, wo uns das so handgreiflich auffällt. Da erscheint Jesus seinen Jüngern in dieser Nacht auf dem See und er tritt an in die Nähe dieses Bootes und zuerst denken sie, das wäre ein Gespenst und sind total irritiert, dann begreifen sie, nein, fantastisch, das ist unser Herr, das ist Jesus, der da auf dem Wasser steht. Und dann kommt der eine, Petrus, und sagt, Herr, bist du es, dann heiße mich aus dem Boot zu steigen und zu dir zu kommen. Und Jesus sagt zu ihm, komm. Petrus schwingt sich über die Bordkante und marschiert
über das Wasser. Das ist Psalm 57. Und Augenblicke später, wo der Mann gerade noch gemerkt hat, Wasser ist Beton, nicht wahr? Augenblicke später rauscht er runter im Blick auf diese Wogen und wird nur gerade noch von dieser Hand Gottes, von dieser Hand Jesus gegriffen. Das ist Psalm 142. Eine Situation, derselbe Mann, nur Minuten dazwischen. Und wie gut kennen wir das? Wie gut kennen wir das? Dass wir in der Lage sind, dass wir Situationen sind, in der Anspannung sind, in einer entsprechenden Umgebung sind, wo wir mit Psalm 57 sagen, Herr, wo ist das Problem? Hier bin ich. Lass mich herausmarschieren. Und Momente später denken wir, mich zieht's mit aller Macht hinunter, in welche Tiefen auch immer. Dasselbe Mann, dieselbe Situation, zwei verschiedene Erfahrungen. Ja, erst einmal ist das natürlich ein genialer Trost. Ist ja ein genialer Trost. Dass wir nicht die Einzigen sind, die das so erleben. Nicht die Einzigen, die so dermaßen das erfahren, sondern dass es viele Menschen des Glaubens mit uns erlebt haben. Wie auf der einen Seite zur Facette des Glaubens, dieses Getroste gehören darf, raus aus dem Boot, rauf auf das Wasser. Herr, hier bin ich, in deinem Namen, wunderbar, auf dein Wort hin. Ja. Und einmal in der gleichen Situation, ich sagen kann, Herr, hol mich aus dem Kerker. Mich zieht's mit aller Macht hinunter. Es ist ein riesengroßer Trost. Beide Facetten und noch viele andere dazu gehören zu dem einen Glauben derer, die an Jesus Christus glauben. Ganz klar. Und die zweite Erkenntnis ist mindestens genauso wichtig. Ich entdecke es an mir und ich entdecke es an anderen Menschen. Ich kann also offensichtlich nicht jedes Wort Gottes jeder Person zu jedem Zeitpunkt sagen. Ganz eindeutig. Und das erleben wir natürlich gerade auch heute Morgen. Und deswegen am Anfang ein gewisses Sortieren auch unter Ihnen ist jetzt tatsächlich nötig. Denn ich kann einen Menschen mit der Wahrheit des 57. Psalms erschlagen. Das macht den fix und fertig. Der ist sowieso schon ganz unten und diese Glaubenszuversicht vom 57. Psalm, die gibt dann nochmal den letzten Schlag des Vorschlagshammers auf diesen schon kaputten und flach geklopften. Und ich kann aber auf der anderen Seite einen Menschen im Psalm 142 einsperren, der gern heraustreten möchte in die Zuversicht des Glaubens. Und verstehen Sie, der eine ist kein Versager, der im Psalm 142 hängt. Und der andere ist kein Überflieger, der im Psalm 57 hängt. Zumal es ja, wie wir wissen, manchmal sogar dieselbe Person sein können, innerhalb nur von wenigen Minuten. Und deswegen ist das Spannende nun zu wissen, Herr, ja, was müssen wir denn wissen? Wir müssen was ganz Entscheidendes entdecken. Und das ist mir wieder deutlich geworden, als ein Ausflug angesetzt war in der Schule. Wenn so ein Ausflug in der Grundschule angesetzt ist, das ist ja gefühlt ein Unternehmen, da ist eine Mars-Mission ein schlichtes Ding dagegen. Ja, da kriegt man entsprechende pädagogische Leitblätter mit x Punkten. Und wir waren da die To-Do-Liste durchzugehen, haben unser Kind also ausgerüstet für dieses absolute Mega-Invent. Und gefühlt beim Punkt 24 der To-Do-Liste sagte unsere Jüngste, das steht nur da für Maurice und Marcel. Das heißt, es war eine Anweisung, wo sie genau wusste, die hatten die Lehrer nur für diese beiden Personen reingeschrieben. Denn nur diese beiden Personen hatten mit dieser Anweisung ein Problem. Das steht nur da für Maurice und Marcel. Also, ich bin raus. Sagen Sie, steht das 57. Psalm vielleicht für Sie da? Steht das heute Morgen da für Sonja und Simone, für Peter und Patrick? Steht der 57. Psalm für Sie da? Also, verstehen Sie, sind Sie jetzt gerade nicht im 142. Psalm, wo Ihre Seele ringt und ringt und ringt und ringt, sondern stehen Sie vielleicht an der Schwelle zum 57. Psalm, wo Sie sich was ganz anderes überlegen? Wo Sie sich überlegen, sag mal, muss das immer nach der Masche vom 142. Psalm laufen? Kann das nicht auch anders gehen? Kann es nicht das geben, dass in der Höhle der bedrängenden, notvollen Erfahrung ich schon ein Stück vom Himmel habe? Kann es das nicht geben? Geht das? Und wie geht das? Und was geht dann, wenn es geht? Das ist es doch. Ist das vielleicht für mich geschrieben, der 57.? Und nehmen wir mal die ganz großen Meganöte weg, nehmen wir auch die großen letzten eschatologischen Weltennöte weg, auf die man diesen Psalm natürlich auch wunderbar auslegen kann. Bleiben wir mal bei dem normalen Set des Chaos, das hier vielfältig hundertfach da ist.
unsere ganz normalen alltäglichen Problematiken, unsere beruflichen Herausforderungen und Überforderungen, unsere diversen Lasten, unsere chronischen Pakete, die wir uns rumschleifen, unsere Sackgassen ohne Wendemöglichkeiten, eben genau das, wo wir sagen, Herr, was wird jetzt? Was wird jetzt? Wie geht das alles weiter? Diese Not, die wir da mit Gott eben zu bewältigen haben. Ist er für Sie der 57.? Dann wäre doch der Gedankengang der, David, wie hast du das denn gemacht, dass du in der Lage nicht nur den 142. erlebt hast, sondern wie hast du das denn gemacht, dass du auch den 57. erlebt hast? Ja, wir wissen das jetzt und haben uns, denke ich, genug abgesichert. Das geht nicht immer und nicht dauernd und nicht bei jedem und nicht zu allen Zeiten und nicht in allen Lagen und nicht für alle Bereiche. Aber es geht eben auch. Dieses Wort Gottes im 57. Psalm steht eben auch da. Also, wenn es für Sie sein sollte, dann wollen wir uns doch mal auf diesen ungewohnten Weg des David mitbewegen. Dass er eben nicht nur in den 142. hineingelaufen ist mit der ganzen Not und der ganzen Dunkelheit, aus der Gott ihn wieder rausgezogen hat, sondern dass er auch den 57. geschrieben hat mit dem Heiligen Geist. Und der Psalm hilft uns ja ein bisschen, das zu verstehen. Da ist ja dann eben dieser Refrain, der zweimal wunderbar auftaucht, der uns schon ein bisschen locken will für das, was in diesem Psalm abläuft. Dann taucht natürlich dieses Traumpaar des Alten Testamentes auf. Das Traumpaar des Alten Testamentes ist Güte und Treue, Güte und Wahrheit, Liebe und Verlässlichkeit oder wie auch immer Sie dieses Traumpaar des Alten Testamentes übersetzen. Gleich zweimal taucht es auf. Und natürlich haben wir, wie bei dem einen Lied, noch mehr Liedanklänge in unserem geistlichen Gedächtnis gespeichert. Denn das, was hier kommt, kommt in vielen Liedern der letzten 2000 Jahre zum Tragen, die gedichtet worden sind. Deine Güte reicht so weit der Himmel ist, deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Gott, erhebe dich! Das ist der Lobpreis der Gemeinde Jesu. Natürlich. Und natürlich erstaunt es uns auch, dass dieser Psalm ja zum Teil noch einmal auftaucht. Er wird ja in der zweiten Hälfte als Anfang genommen für einen anderen Psalm, für den Psalm 108. Da kommt gerade noch mal der Teil wieder vor. Und das Eiste ist natürlich, dass in diesem Psalm eine Besonderheit auftaucht, die Sie natürlich beim Lesen schon gemerkt haben. Das sind diese enorm vielen Doppler. Es gibt kaum einen Psalm, der so viel Doppler hat. Also so viel Intensivverwendungen, wie es dann heißt. Diese Intensivredewendungen, die hier vorkommen, das ist auffällig. 6 intensiv Redewendung in einem so kurzen Psalm und selbst im Luthertext bis auf eine, alle wunderbar erkennbar. Sei mir gnädig, die erste Intensivwendung. Die zweite, die taucht bei Luther nicht so gleich auf. Da heißt es, ich habe Zuflucht. Die dritte, er sendet. Die vierte, mein Herz ist bereit oder besser, mein Herz ist fest. Die fünfte, wach auf. Und die sechste, Erhebe dich. 6 eine Intensivredewendung. Und natürlich fällt einem das auf, dass so viel Intensivredewendung auf einmal, die helfen uns natürlich, den Geist dieses Psalmes aufzunehmen. Sei mir gnädig, ich habe Zuflucht, Gott sendet, mein Herz ist fest, ich wache auf und ich erhebe dich. Da haben Sie allein schon in der Sechserkette der Intensivredewendung den Duktus dieses Textes vor sich. Sammeln wir das einmal und gehen diesen Weg des David mit. Was entdecken wir denn dann? Dann entdecken wir zuerst das große, kompakte Paket der Sendung, was hier in diesem Text abläuft. Eine riesengroße, geniale Sendung. Die Not, die ist ja da, wir wissen das ja. Der sitzt in seiner Höhle, der wird verfolgt von Saul. Der weiß nicht, wie es weitergehen soll, alles bekannt. Aber wenn Sie einmal den 57. Psalm sich anschauen, dann merken Sie, von der Not wird gar nicht so viel geredet im 57. Psalm. Ja, klar, im Vers 2 ist davon die Rede, dass eben das Unglück da ist und ich muss warten, bis es vorübergeht. In Vers 4 ist davon die Rede, dass jemand da ist, der mir nachstellt. Der Vers 5 hat so ein wenig noch die Not. Ich liege mitten unter Wölfen. Eigentlich müssten sie das sogar unter Löwen. Ich müsste es eigentlich anders übersetzen. Dann liege ich eben unter Löwen, heißt es da. Das klingt schon ein bisschen anders. Ja, ich liege eben unter Löwen. Ja, ist halt so. Das klingt schon anders. Und Vers 7, da fängt es mit der Not an, aber am Ende heißt, sie fallen selbst hinein. Also die Not wird zwar benannt, aber sehr, 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 sehr sparsam.
Da haben wir im 142. eine ganz andere Aufzählung dessen, was der Mann da in der Höhle empfindet. David, fragen wir uns, David, wie hast du das gemacht? Wie bist du auf diesen anderen Weg? Wie bist du auf diese andere Linie? Wie bist du auf diesen anderen Ton gekommen? Wie ist das gelaufen bei dir? Lass es mich doch verstehen, damit ich es für mein geistliches Leben auch verwenden kann. Natürlich merken wir zuallererst das, was wichtig ist. Der Mann ist nicht bei sich geblieben. Der Mann ist nicht bei sich geblieben. Immer wenn ich bei mir bleibe, bleibe ich ja auf dieser Erde. Und immer wenn ich bei mir bleibe, bleibe ich auch in meinem irdischen Kontext. Und immer wenn ich bei mir bleibe, bleibe ich auch in meiner Höhle. Und das hat er auf jeden Fall schon mal nicht getan. Er ist nicht bei sich geblieben. Das gilt auch für den 142., aber auch für den hier. Sondern er hat sein Leben geöffnet, für den Himmel aufgetan, für die Gegenwart, die Präsenz des lebendigen Gottes. Immer wenn wir zugeschlossen werden, in unserer Welt bleiben, dann ist der Sog nach unten natürlich fundamental. Allein schon die Öffnung für den Himmel, die Öffnung für die Präsenz Gottes, das Auftun meines Mundes zu ihm, das Aussprechen, ja das hörbare Aussprechen hin zum Himmel, ist schon der erste entscheidende Schritt. Und dann erleben wir in diesem 57. Psalm etwas, das ist vorbildlich. Nämlich dieser Mann hat in Bezug auf diesen neuen Weg, den er eingeschlagen hat, nicht nur so eine Kleinigkeit getan, sondern wir erleben diesen 57. Psalm, und ich versuche das Ihnen gleich ein bisschen zu schildern. Ja, was ist das denn? Ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Ein ganzes Paket. Ein ganzes Set. Das ist nicht nur eine Sache, das ist eine ganze Palette, die da eben plötzlich auftaucht. Und das ist erstaunlich. Irgendwann letzte Woche bei einem meiner täglichen Gebetsrundgänge da hat's mich wirklich voll erwischt. Also als ich losging, sah es noch wirklich trocken aus. Und ich war auch gar nicht so lang unterwegs. Aber es hat dann nicht nur leicht getröpfelt, sondern es kam so die volle Ladung. Klar, am Anfang dachte ich, das geht noch. Und dann habe ich mich dann mal dezent versucht unterzustellen unter einem Baum, der mir den Eindruck hatte, der bringt's für mich. Aber irgendwann an einer gewissen Regendichte hat dann eben dann doch durchgetröppelt dadurch das ganze Ding. Und irgendwann dachte ich, ist jetzt auch egal, jetzt bist du doch nass. Nasser als nasser kann man nicht mehr werden. Zieh deine Spur. Und dann bin ich weitergegangen und habe etwas entdeckt. Es gibt tatsächlich Plätze, wo ich hätte absolut top trocken durchkommen können. Da war es staubtrocken drunter. Ich hatte mich also nur an den falschen Baum gestellt. Und natürlich habe ich da ein bisschen Probe geguckt für eventuelle zukünftige Fälle. Also, woran liegt das denn? Woran liegt das denn? Und es liegt eben an den verschiedenen Schichten, wie viele Schichten Blätter da drüber sind. Da war eben nicht nur ein bisschen Blätter, nicht nur wie meiner, so 2, 3, sondern da, wo es eben ganz trocken war, da waren 5, 6, 7, 8 Schichten unterschiedlicher Blätter drüber und da war es absolut trocken drunter. David hat nicht nur so ein paar Blätter, wo es weniger durchregnet. Der hat ein ganzes Bündel, ein ganzes Set von Maßnahmen, das der Mann sich zusammengebaut hat und mit dem er in die Spur des 57. Psalms gekommen ist. Was ist denn dieses, der Maßnahmenkatalog des David? Und das dürfen wir doch annehmen, das ist doch Wort Gottes. Was ist der Maßnahmenkatalog des Davids, damit er trocken blieb? Zuallererst, dass er um Gnade gerufen hat, der erste Doppler. Ich brauche Gnade. Gnade nicht im Sinn von elementare Sündenvergebung, sondern Gnade im Sinn von Gott, ich brauche jetzt deine Zuwendung. Ich brauche unbedingt deine Zuwendung. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt in diesem Moment alleine bleibe, dann werde ich emotional, dann werde ich psychisch absolut abrutschen, dann lande ich im 142. Und deswegen rufe ich dich intensiv um deine Zuwendung an. Du bist der Gnade hat und ich bitte dich um diese Gnade. Und ich will auch gleich sagen, wo ich meine Seele verorten werde. Meine Seele werde ich verorten, so heißt es im zweiten Doppler, dass sie Zuflucht finde bei, ja eben nicht bei mir und nicht bei irgendeinem Strohhalm. Sie soll Zuflucht finden bei dir, bei dem lebendigen Gott. Und dadurch hat er schon die ersten beiden Blätterdächer über dem Regenguss ausgebreitet. Er sagt, ich brauche Gnade und die Zuflucht für meine Seele bist allein du. Aber jetzt kommt das für ihn Entscheidende, was dieses Blätterdach so sicher macht. Er nimmt nämlich jetzt Zuflucht zum lebendigen Gott.
und er gibt Gottesprädikation. Er beschreibt hier auf eine ganz eindrückliche Art und Weise, mit welchem Gott er es zu tun hat. Und diese Gottesprädikationen, die sind so voller Kraft, so voller Schönheit, dass sie förmlich sehen können, wie das so ein schützendes Blätterdach sich über dem David ausbreitet in dem ganzen Vorgang, den er da erlebt. Das erste ist, dass er sagt, ich suche Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Allein, dass wir das dürfen, ist ja schon eine wahnsinnige Aussage. Dass wir unter dem lebendigen Gott und dem Schatten seiner Flügel Zuflucht suchen dürfen, dass er das uns erlaubt, in diese Nähe zu treten, dass er unter seinen ummantelnden Armen und Händen uns einlädt zu kommen. Und die einen, die denken dann die großen Cherubim-Flügel aus dem Allerheiligsten, mag sein, dass es mit reinspielt. Aber das, was wirklich die entscheidende Rolle spielt, ist das Bild vom Vogel. Sie wissen das. Der eben seine Küken da unter seinen Schutz gibt, hineinnimmt. Und das Bild, was dahinter steht, ist das, was nachher Jesus ja dann im Matthäusevangelium Kapitel 23 negativ braucht, wenn er sagt, ich habe dauernd versucht, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken versammeln wollt, aber ihr habt nicht gewollt. Ich stand da mit ausgebreiteten Flügeln, aber ihr wolltet nicht. Ihr dürft aber nur diesen hineinkommen, nur diesen Schatten meiner Flügel. Und dann ist natürlich das etwas, was der David ganz gut kennt. Er weiß, wie das läuft. Seine Urgroßmutter, seine Urgroßmutter, die hat ihm das gelehrt. Denn sein Urgroßvater, der hat damals seiner Urgroßmutter gesagt, als sie noch nicht verheiratet waren, du Ruth, hast unter dem Schatten der Flügel Gottes Zuflucht gesucht. Das ist eine Sprache, die ist im Hause Davids gut bekannt. Das waren Leute, die kannten das. Wir dürfen zu Gott kommen und unter seinem Schatten Zuflucht suchen. Der ist da. Aber die Flügel, die sind nochmal da. Die Flügel tauchen nochmal auf. Die tauchen am Ende des Alten Testamentes noch einmal auf. Da lesen wir doch faszinierenderweise im letzten Propheten des Alten Testamentes, im Propheten Maleachi, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht und dass wir Schutz finden unter diesen Flügeln der Sonne der Gerechtigkeit. Das sind sie wieder, die Flügel. Da hat die Sonne Flügel. Und die Sonne, die hier aufgeht, das ist ja niemand anders als Jesus. Unter diesen Flügeln dieses aufgehenden Jesus, sagt der David, da gehe ich hin, da gehe ich hin. Er beschreibt den lebendigen Gott als den, der die riesige, entscheidende Schutzmacht seines Lebens ist. Die zweite Gottesprädikation, die er sich hier leistet, ist, dass er sagt, und ich rufe jetzt an, ich rufe Gott an. Natürlich, er würde sagen, das machen wir auch, aber welchen Gott ruft er an? Und er sagt hier, ich rufe Gott an, den Allerhöchsten, übersetzt hier Luther, den El Elyon. Der Allerhöchsten ist nicht so gedacht im Sinn von, es gibt noch ein paar niedere, sondern Elyon meint den einzig hohen, den einzig wahren, den einzig möglichen Gott, den es ja nur gibt, den Gott rufe ich jetzt an. Ich nehme El Elyon auf meine Seite, ich rufe zu diesem Gott. Und indem er das tut, stellt der Mann sich natürlich in eine ganz einzigartige Kette hinein. Mit einer schlichten Konkordanz können Sie das nachvollziehen. Denn El Elyon haben angerufen, unter anderem den Mose, oder ein Mann wie Biliam, oder Korach, oder Asaf, oder eben David, oder Hanna. Aber am allerersten haben ihn angerufen, so erfahren wir es aus 1. Mose 14, zwei ganz wichtige Personen, nämlich Melchisedek und Abraham. Damals in 1. Mose 14 wird uns beschrieben, wie sie gebetet haben und angerufen haben, diesen Gott, den Gott Abrahams, als El Elyon, als den höchsten und allmächtigen Gott. David bleibt nicht bei irgendeiner Zwischenabteilung. David bleibt nicht bei den Handlangern der dritten, vierten, fünften Reihe. David geht in seiner Not, damit das Blätterdach ganz trocken ist, direkt und unmittelbar zu dem, der die letzte Autorität und die letzte Macht hat. Er geht zu El Elyon. Er sagt, ich rufe dich an. Und so hat er eine unglaubliche Schutzmacht. Er hat eine Kraftmacht über sich, nämlich diesen El Elyon. Und er gibt auch noch ein drittes Prädikat. Er sagt nämlich, und ich rufe den an, den Gott, der meine Sache zum Ziel führt.
Interessant, dass dieses Verb, was da steht, eine Sache zum Ziel führen, dass das in der ganzen Bibel nur einer gebraucht, nur David. Das ist doch interessant, das kommt nur viermal im ganzen Alten Testament vor. Und diese vier Belege im Alten Testament gehören alle einem Mann, diesen David. Das ist sein Wort. Du bist der meine Sache zielführende Gott. Wenn Sie das neutestamentliche Pendant haben wollen, dann müssen Sie mit mir in den Flipperbrief marschieren, in den Eingang, wo es dann heißt, der euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Oder Sie nehmen den Eingang vom Philipperbrief nachher, wo dann Paulus sagt, ich weiß auf jeden Fall, diese Sache wird mir zum Guten ausgehen. Das heißt, er greift hier ganz entscheidend nach diesen Prädikaten Gottes. Ich bin unter dem Schutz deiner Flügel. Ich rufe dich an als den El Elyon und du bist der zielführende Gott. Schutz, Macht, Fürsorge. Das stellt er wie so ein Blätterdach über sich. Machen wir eine ganz kurze Zwischenbilanz in dem, was wir da haben. Dann verstehen wir den Satz von Spurgeon, der zur Auslegung des 57. Psalms sagt, wenn die Achse fest ist, läuft das Rad richtig. Wenn die Achse fest ist, läuft das Rad richtig. Die Achse, das ist der lebendige Gott, der schutzgebende, machtvolle, fürsorgende Gott. Und deswegen stellt David diese drei massiven Kennzeichen hier in die Mitte. Und das gibt ihm dieses Blätterdach. Aber damit ist er noch gar nicht fertig. Sondern er sagt jetzt absolut als Höhepunkt, und jetzt brauche ich von dir, ich brauche vom Himmel eine ganz besondere Sendung. Ich brauche vom Himmel ein ganz besonderes Paket. Ich brauche vom Himmel das Traumpaar. Ich brauche besondere Boten, die werden wie Personen dargestellt. Ich brauche besondere Dinge von meinem Gott. Was brauche ich von meinem Gott? Und jetzt kommt dieses Paar, das Sie kennen, nämlich Güte und Treue oder Zuwendung und Wahrheit. Dieses Traumpaar des Alten Testamentes, die müssen jetzt vom Himmel gesandt werden. Und da geht die Tür zum Neuen Testament auf, ganz weit. Ganz weit. Und Sie sehen plötzlich das Johannesevangelium vor sich, wie im Johannesevangelium 1. Kapitel es dann tatsächlich heißt, Güte und Treue oder Gnade und Wahrheit, die sind durch Jesus Christus geworden. Das, worum hier der David bittet, jetzt in unserer Sprache gesprochen, ist nichts anderes als, schick mir Jesus. Schick mir in meine Höhle Jesus. Mehr brauche ich vom Himmel nicht. Güte und Wahrheit, Zuwendung und Verlässlichkeit, Liebe und Treue ist in einer Person Wirklichkeit geworden. In Jesus. Schick mir Jesus. Und er sendet, heißt er danach, und er sendet Güte und Treue. Er schickt Jesus. Jetzt ahnen wir ein bisschen, natürlich mit dem Paket, wenn man das Paket vor Augen hat, dann ist man natürlich ein Stück weit gesichert vor der Macht des 142. und kriegt eine Lenkung zum 57. Psalm. Schick mir Jesus. Das ist die Summe. Schick mir Jesus. Und was erlebt jetzt hier dieser David? Er erlebt was ganz Eigenartiges. Er erlebt nämlich, dass er sagen muss, mein Herz ist fest. Mein Herz ist fest. Manche übersetzen mit bereit. Eigentlich meint es ist fest. Es ist stabil. Mein Herz ist stabil. Hätte ich gar nicht gedacht, sagt David. Aber tatsächlich, es ist so. Mitten in der Höhle erlebe ich, aufgrund dessen, dass ich um Gnade gefleht habe, um meine Zuflucht bei Gott gesucht habe und ihn erkenne als den fürsorgenden, mächtigen, schützenden, ja, als Jesus erkenne. Mein Herz ist fest. Was kann ich dann tun? Dann kann ich sagen, da liege ich halt unter Löwen noch ein bisschen. Ist okay. Dann kann ich sagen, das wird mir auf jeden Fall zum Guten ausgehen. Und dann kann ich sogar mit dem Danken anfangen. Der Glaube, der dieses Paket hat, der wird auf eine andere Spur gelenkt. Der Glaube, der dieses Paket hat, der wird auf eine andere Spur gelenkt. Und dann macht der David eine ganz zweite wesentliche Erfahrung. Er macht nämlich die Erfahrung vom Morgenrot. Das eine ist die Sendung,
wo der Mann dieses Paket hält. Und das Zweite ist, dass wir nun einen David erleben, der sagt, diese schöne Sprache, ich will das Morgenrot wecken. David, was ist denn los? David sagt, nachdem ich das begriffen habe und nachdem ich jetzt gemerkt habe, wie mein Herz fest geworden ist in meinem Gott, da habe ich jetzt ein ganz großes Verlangen, nämlich die Nacht wird mir zu lang und ich bin schon wach und wecke das Morgenrot. Also normalerweise ist es ja umgekehrt, wenn überhaupt, ja. Da ist zuerst das Morgenrot und dann wachen wir irgendwann auf. Und jetzt dreht hier der David diese Reihenfolge ganz massiv um und sagt, ich bin schon wach. Hallo Morgenrot, kommst du endlich? Was ist denn der Gedankengang? Der Gedankengang, der dahinter ist, ist, das Danken kann schon anfangen, bevor die Höhle vorbei ist. Das haben manche von uns erlebt. Wiederum, nicht immer und nicht zu allen Zeiten, aber das haben manche von uns schon erlebt. Das Danken kann schon anfangen, bevor die Höhle vorbei ist. 2. Chronik 20, vielleicht haben Sie Zeit, am Nachmittag das zu lesen. Josaphat, ganz massive Not des Volkes Gottes. Aber Gott macht ihm die Zusage, dass er sich darum kümmert. Und dann sagt Josaphat diesem Volk, wenn sie also gemeinsam in die Schlacht gehen, jetzt singen wir gemeinsam, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und ich weiß nicht, wie manche sich dabei gefühlt haben mögen, als sie dieses Lied anstimmten. Und heißt es, und als sie dieses Lied anstimmten, ließ der Herr ihren Feinden einen Hinterhalt erleben und sie erlebten eine ganz große Schlacht. Das Danken kann schon beginnen, bevor die Höhle vorbei ist. Und das andere, was er damit natürlich sagen wird, ist, wenn das so ist, wenn ich das Morgenrot wecken will, dann ist das meistens ein Vorgang meines Geistes. Aber mit meinem Geist kann ich meiner Seele jetzt einen gewissen Impuls geben. Und deswegen sagt er dann nachher zu der Seele, wach auf, meine Seele, wach auf, genug jetzt hier, Trübsinn geblasen, wach auf. Und er nimmt seine Seele mit auf diesen ganz besonderen Weg. Sogar die Musikalien werden noch mit eingeblendet. Und diese Musikinstrumente, die da benannt sind, die kennen Sie alle aus der Saul-Geschichte. Das sind die Musikinstrumente, die immer dann, wenn sie kommen, die Macht der bösen, dämonischen Geister wegnehmen. Sagt, jetzt gehe ich einen ganz anderen Weg, das andere wird weggeschoben. Und ich möchte gerne das Morgenrot wecken. Ach, da müssen wir jetzt ganz kurz stehen bleiben. Da hilft jetzt überhaupt nichts. Und das ist eine ganz wunderbare Formulierung, die hier im Alten Testament steht. Dass Personen des Glaubens das Morgenrot wecken. Wer ist das denn? Ach, zuallererst ist das doch ein Messias-Text par excellence. Das ist ein Messias-Text. Lukas 1, die Zacharias-Geschichte, Johannes der Täufer. Und dann kriegt der Zacharias wieder seine Stimme, nachdem er da im Tempel ja so leicht glaubenstechnisch geschwächelt hat. Er bekommt seine Stimme wieder. Und es kommt zum Benediktus, zum Lobgesang des Zacharias. Und was sagt er? Es hat uns besucht, das aufgehende Licht aus der Höhe. Wer ist das denn? Das ist der Messias, das ist Jesus. Er hat uns besucht, das aufgehende Licht aus der Höhe. Und Petrus war es, der nachher dann im ersten Petrusbrief sagte, dass der Morgenstern, aufgegangen ist in unseren Herzen. Und dann leben wir, dass dieser Morgenstern auch am Ende der Offenbarung es sagt, ich bin der helle Morgenstern. Und dann hören wir das doch, was in Malachi 3 steht, nämlich euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Jetzt kommt sogar beides zusammen. Die Flügel von vorhin und die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht, und das ist Jesus, Sonne der Gerechtigkeit. Das ist ein Messias-Text, das ist ein ganz eindeutiger Messias-Text. Menschen, die das Morgenrot wecken, strecken sich aus nach Jesus mit allem, was dazugehört. Und natürlich, ganz klar ist das von den alten Auslegern immer ein Ostertext gewesen. Es war immer ein Ostertext. Sie kennen doch die Passage Markus 16, wo es dann heißt, früh am ersten Tag der Woche, ehe die Sonne aufging. Und wer war schon auferstanden? Wer war schon weg? Der Sohn Gottes, er war schon weg, er war schon aufgestanden. Also es ist ein Messias-Text. Aber es ist nicht nur ein Messias-Text, es ist ja auch ein Text, der das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellt.
Denn wir haben ja diesen ganz, ganz wesentlichen Vers aus der Prophetie des Jesaja, wo Jesaja sagt, hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Während sie das nicht sagen, dann wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Das Morgenrot scheint nur denen, die am Wort Gottes festhalten. Und dann natürlich landen sie bei dem, der das existenziell erlebt hat. Freundlicherweise bei der Losung dieses Tages. Bei Jakob. Wissen Sie es noch? Das war doch diese Nacht der Auseinandersetzung mit dem lebendigen Gott. Diese Nacht der Anfechtung, die Nacht der Versuchung. Und wie lange dauert es? Was sagt uns 1. Mose 32? Das ging bis zur Morgenröte. Und dann kommt die Losung von heute. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und als er vorüberging, ging ihm die Sonne auf. Das Morgenrot. Das Morgenrot ist das Kennzeichen für das Eingreifen des lebendigen Gottes. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin schon wach, Herr. Und ich strecke mich aus nach deinem Eingreifen. Und ich singe schon mal. Es muss das Morgenrot ja kommen. Und ich singe schon mal. Das ist so ein bisschen wie bei Hase und Igel. Ich bin schon da. Das ist so ein bisschen das Prinzip des geistlichen Frühaufstehers. Ich bin schon wach. Wo ist denn das Morgenrot? Das ist so dieser Habakuk-Typ aus Habakuk 2, der auf seinem Turm steht und sagt, wo bleibt denn jetzt die Verheißung? Ich bin doch schon wach. Das kann doch nicht ausbleiben. Was du gesagt, was du geschrieben, was du versprochen hast, das wirst du tun. Das sind diese Ausstrecker nach den Worten Gottes. Das sind die Warter auf das Wort Gottes. Das sind die, die das Morgenrot ersehen. Herr, ich bin schon da. Ich bin schon da. Und weil ich unter dem Schatten deiner Flügel bin, und weil ich El Elyon angerufen habe, den höchsten Gott, und weil ich in dir den habe, der meine Sache zum guten Ende führt, und weil ich schon mal anfangen kann, mein Loblied zu singen, stehe ich hier und bin jetzt dabei, das Morgenrot zu wecken. Ich gucke aus nach dem, was der lebendige Gott tut. Und jetzt noch ein drittes und letztes. Nach dieser großen Sendung der Erfahrung des Morgenrot bleibt dieser Mann immer noch nicht stehen. Man kann es kaum fassen. Aber dieser Psalm gibt diesem Mann noch mal geistlich noch mal eine andere Wendung. Denn was geschieht denn jetzt? Jetzt geschieht noch mehr. Jetzt führt nämlich der lebendige Gott diesen Mann über die Höhlenerfahrung und über die Not hinaus in ein ganz anderes Thema. Nämlich das losgelöst von David, losgelöst von allem Subjektiven, es plötzlich diesem Mann gar nicht mehr nur um sich geht, um seine Höhle, um seine Not, sondern plötzlich spielen ganz andere Themen eine riesengroße Rolle. Ein ganz anderer Horizont wird gezogen. Der Horizont wird gezogen des Gotteslobes. Der Horizont wird weit. Die kleine Höhle kann ich nicht halten. Der Horizont wird weit. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Das Gotteslob, die Ausübung des Traumpaars, maximal über den gesamten Kosmos wird dieser Jesus sich entfalten. Und der universale Horizont betrifft auch jetzt alle. Sie müssen das wissen, der Mann war noch nicht mal König von Israel, geschweige denn, dass er irgendwas von der Welt hatte. Und sagt hier, ich will dir danken, wo? Unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Und natürlich muss ein Mann wie Paulus das aufnehmen und nimmt diesen Vers rucki zucki rüber ins Neue Testament und stellt ihn an Römer 15, wenn es um die Heiden geht, die endlich auch zum Glauben an Jesus kommen. Die Tür geht weit auf. Aber es gibt noch eine weitere Dimension, nicht nur das Gotteslobende der maximalen Ausdehnung, nicht nur der universale Horizont der Zielgruppe, sondern David sagt, jetzt sprengen wir einmal alle Horizonte, nämlich erhebe dich Gott nicht nur bis zum Himmel, nicht nur von Himmel bis Erde, sondern über die Himmel,
Also es ist seine Art, den Horizont noch einmal zu sprengen. Hoch soll dieser Gott werden über alle Himmel hinaus, über alle Himmel. Einmal kam der Himmel herab in der Sendung von Jesus. Einmal ist der Himmel weit hinaus in Güte und Treue. Und hier ist der Himmel doppelt über alle Maßen voll von der Herrlichkeit Gottes. Daran dieser Mann, obwohl er in der Höhle war. Jetzt zurück. Das ist für Maurice und Marcel geschrieben. Vielleicht für Sie. Dass Sie vor sich sehen, was die nächste Woche bringt. Sie sehen doch schon ein paar von den Spezialdaten, die Höhlencharakter in Ihrem Leben haben. Ja, ich kann Sie nicht garantieren, ob Sie im 142. landen. Das ist auch eine geistliche Dimension. Aber jetzt heute stand für uns der 57. in der Mitte. Herr, hast du ihn für mich geschrieben? Hast du ihn für mich heute gesagt? Dass ich heute vielleicht mit David auf ein anderes Gleis kommen darf? Ich will den Weg mitgehen. Vielleicht komme ich auf ein anderes Gleis. Vielleicht nimmt mich Gott damit. Lässt mich in dem Paket der Sendung die Größe Gottes erfassen. Und erleben, dass Jesus da ist. Jesus in meiner Höhle. Vielleicht geschieht das dann, dass ein Stückchen von diesem Wecken des Morgenrots durch mein kleines geistliches Leben hindurchgeht. Vielleicht erahne ich etwas, was passiert, wenn der Horizont aufgeht. Ja, ich nehme das Paket der Sendung Jesu für mich. Ich stehe da. Als geistlicher Frühaufsteher für das Morgenrot des Handelns Gottes. Ich komme und will diesen neuen Horizont der Ehre Gottes. Nicht wenige Ausleger betonen das, dass hier im Grunde genommen im 57. Psalm das Ende vom Vater unser widerspiegelt. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Ja.